Hallo, hier ist Muro. Heute geht's weiter mit Penetré und ich. Ein Gespräch zwischen einem Kater und einem Mittelschüler von dem japanischen Philosophen Nagai Hitoshi. Heute drei Gespräche aus dem dritten Teil des Buches. Zunächst 3.3. Kann man Dinge sehen, weil sie existieren? Oder existieren sie, weil man sie sehen kann? Zunächst fragt der Kater: Glaubst du, dass man etwas sehen kann und anfassen kann, weil es existiert? Oder glaubst du, dass etwas existiert, weil du es sehen und anfassen kannst? Und die Antwort des Mittelschülers: Natürlich müssen die Dinge erst einmal existieren, damit ich sie sehen und anfassen kann. Und der Kater: Warum bist du dir da so sicher, dass du die Dinge sehen und anfassen kannst, weil sie existieren? Kannst du doch nur behaupten, weil du sie sehen und anfassen kannst. Wenn du etwas nicht sehen oder anfassen kannst, dann weißt du auch nicht, ob es existiert. Der Mittelschüler: Gut, vielleicht weiß ich da nicht, ob das Ding existiert, aber die Existenz des Dinges ist doch unabhängig davon, ob ich es erkenne oder nicht. Der Kater: Wie kannst du denn behaupten, es gäbe eine vom Erkennen unabhängige Existenz? Um das zu behaupten, musst du doch erst einmal etwas erkannt haben. Muss man etwas nicht erst einmal gesehen und erkannt haben, bevor man sagen kann, dass es existiert? Der Mittelschüler: Willst du damit sagen, dass Dinge nur existieren, wenn man sie auch sehen und anfassen kann? Das ist doch seltsam. Die Dinge existieren doch unabhängig davon, ob man sie gerade sieht oder nicht. Der Kater: Natürlich, du hast da nicht ganz Unrecht. Die Antwort ist deshalb weder, dass die Dinge existieren, weil man sie sehen kann, noch dass man sie sehen kann, weil sie existieren. In Wahrheit muss man sie sehen, um zu erkennen, dass sie existieren müssen, damit man sie sehen kann. Und da ist der Mittelschüler erstmal ratlos. Es geht dann aber weiter im nächsten Gespräch, 3.4. Ist einer, der weint, eine Heulsuse oder weint er, weil er eine Heulsuse ist? Der Kater: Du kennst bestimmt Kinder, die man Heulsusen nennt, nicht wahr? Sind das Heulsusen, weil sie weinen, oder weinen die, weil sie Heulsusen sind? Und der Mittelschüler sagt darauf: Einen Moment. Heulsusen werden sie genannt, weil sie so oft heulen. Aber wenn sie keine Heulsusen wären, dann würden sie auch nicht so schnell mit dem Heulen anfangen. Der Kater sagt: Ist das nicht merkwürdig? Dann weiß man ja nicht, ob die Tatsache, dass eine Heulsuse ist, die Ursache oder die Wirkung des Weinens darstellt. Was denkst du? Ursache oder Wirkung? Das ist eine schwierige Frage. Also, es ist doch so, der Grund, weshalb einer Heulsuse genannt wird, ist, dass er oft heult. Aber der Grund, warum er so oft heult, ist, dass er eine Heulsuse ist. Es verhält sich genauso wie mit dem blauen Vogel, bei dem man erst einmal erkennen muss, dass er von Anfang an blau war. Das Weinen ist also der Grund dafür, dass das Heulsusensein zum Grund des Weinens erklärt wird. Der Mittelschüler: Ich hab's. Eine Heulsuse ist man nicht einfach deshalb, weil man so oft weint, und man weint auch nicht, weil man eine Heulsuse ist. In Wirklichkeit kann man nur deshalb behaupten, dass einer so oft weint, weil er eine Heulsuse ist, weil er so oft weint. Stimmt's? Und das dritte, letzte Gespräch für heute, 3.5. Wann wurde der blaue Vogel blau? Teil 2. Der blaue Vogel steht für das Glück, nicht wahr? Was bedeutet die Geschichte aber wirklich?
fragt der Kater und der Mittelschüler antwortet. Ist das nicht ganz einfach? Das wahre Glück findet man nicht in der Ferne, sondern zu Hause bei sich. Der Kater fragt nach. Bedeutet das, dass die Kinder, die sich auf die Suche nach dem Vogel gemacht haben, von Anfang an glücklich waren, ohne es zu wissen? Oder haben sie das Glück erst am Ende gefunden, als Ergebnis ihrer Suche? Der Mittelschüler sagt. Der Autor will mit seiner Geschichte vermutlich sagen, dass wir in Wirklichkeit schon glücklich sind, ohne uns dessen von Anfang an bewusst zu sein. Die Frage ist nur, ob man jemand schon glücklich nennen kann, der sich seines Glücks noch nicht bewusst ist. Wenn sich jemand nicht wirklich glücklich fühlt, dann ist er auch nicht glücklich, oder? Der Kater Pénétré sagt, du behauptest also, dass etwas nicht blau sein kann, wenn es nicht blau aussieht. Nein, das ist etwas anderes. Ob etwas blau aussieht oder nicht, liegt nicht nur daran, wie es der Betreffende sieht. Für die Bläue gibt es objektive Kriterien. Welche Kriterien gibt es aber für das Glück? Welche Kriterien gibt es aber für das Glück, außer ob sich jemand tatsächlich glücklich fühlt oder nicht? Der Kater. Also ist einer, dem man in einem Lebenssimulator ein glückliches Leben vorspielt, auch wirklich glücklich, stimmt's? Da bin ich mir wiederum nicht so sicher, sagt der Mittelschüler. Und der Kater fährt fort. Stell dir einen Menschen vor, dem man vorschwindelt, dass er in Wirklichkeit glücklich sei. Lange Zeit glaubt er es tatsächlich, aber irgendwann kommt er hinter den Schwindel. Wird er dann plötzlich unglücklich? Nein, wahrscheinlich wird er in dem Augenblick erkennen, dass er die ganze Zeit über nicht wirklich glücklich war. Er wird also nicht deshalb unglücklich, weil er hinter den Schwindel gekommen ist, und er ist es auch nicht so, und es ist auch nicht so, dass er von Anfang an unglücklich war. Erst als er hinter den Schwindel gekommen ist, hat er erkannt, dass er die ganze Zeit über unglücklich war. Wie war es noch einmal mit dem blauen Vogel? Der Mittelschüler sagt, verstehe, es ist also umgekehrt wie beim blauen Vogel. Die Kinder sind nicht in dem Augenblick glücklich geworden, als sie erkannten, dass ihr Vogel blau ist. Andererseits waren sie aber auch nicht von Anfang an glücklich. Sie wurden in dem Augenblick von Anfang an glücklich, als sie den Vogel als blau erkannten. Pénétré. Das bedeutet also, dass man in Wirklichkeit glücklich sein kann, ohne sich unbedingt glücklich zu fühlen, oder nicht? Der Mittelschüler, aber um das zu behaupten, muss man es doch im Nachhinein erkennen. Man muss dafür erst einmal erkennen, dass man selbst dann schon glücklich war, als man sich noch unglücklich fühlte. Wenn einer das nicht erkennt, kann man ihn dann wirklich in Wirklichkeit glücklich nennen? Ich glaube, dass das letzte, das dritte Gespräch, das interessanteste ist von diesen dreien. Ohio. Okay. Alligato. Und wiederum bin ich da hier ein bisschen an die Matrix erinnert. Als die Jungs in der Matrix die rote Pille nehmen, da erkennen sie, dass sie die ganze Zeit Sklaven der Matrix gewesen waren. Es ist nicht so, dass sie in dem Moment, in dem sie das erkennen, zu Sklaven waren. Eher waren sie Sklaven, als sie es noch nicht erkannt hatten. Immer war zu durch sogar schief. Und
kommt die interessante Frage, die ich mir stelle, oder ich finde es eine interessante Frage, wäre zu fragen, könnte es nicht sein, dass diese Erkenntnis die eigentliche Illusion war, dass die Jungs in der Matrix sich getäuscht haben, als sie die rote Pille nahmen? Da sind sie auf einen Trip gegangen und haben sich das alles nur ausgemalt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als sie dann hinterher glaubten, sie waren Sklaven der Matrix, da waren sie noch normal und sahen die Realität so, wie sie sind. Und erst hinterher, als sie glaubten, aufgewacht zu sein und erkannt zu haben, wir waren die ganze Zeit Sklaven der Matrix, das war der Zeitpunkt, wo sie plötzlich in der Illusion steckten. Oder hier übertragen auf die Geschichte von dem blauen Vogel von Maeterlinck. Die Kinder hatten einen Vogel zu Hause und haben sich den angeguckt und haben nicht erkannt, dass er blau war und gingen auf die Reise, auf die Suche nach einem blauen Vogel, konnten den nirgends finden. Und als sie nach Hause kamen, erkannten sie, dass der Vogel, den sie da hatten zu Hause, die ganze Zeit blau war. Und der Vogel steht hier fürs Glück. Das heißt, die beiden Kinder erkannten, dass sie im Grunde die ganze Zeit über glücklich waren, aber es nicht erkannt hatten. Und ja, eine interessante Frage hier, die Penetré stellt. Wurden sie in dem Moment glücklich, als sie es erkannten, oder waren sie schon davor glücklich? Denn sie glauben ja, erkannt zu haben, die ganze Zeit glücklich zu sein, aber kann man sie bereits glücklich nennen, wenn sie es noch nicht erkannt haben? Oder im Fall des Mahayana-Buddhismus wird oft gesagt, wir sind alle schon erleuchtet, ohne es erkannt zu haben. Aber muss man das nicht erstmal erkannt haben, um wirklich erleuchtet genannt werden zu können? Eine weitere Frage, die Pénétré hier andeutet, ist, und das wiederum die Verbindung zur Matrix, könnte es nicht sein, dass diese Erkenntnis, dass wir die ganze Zeit glücklich waren, die eigentliche Illusion ist? Könnte es nicht sein, dass in dem Moment, als die Kinder nach Hause kamen und sozusagen glauben zu erkennen, dass der Vogel die ganze Zeit blau war, ach, der ist ja blau, dass sie sich in dem Moment täuschen und dass sie davor, als sie den Vogel gesehen haben und sich gedacht haben, der ist ja gar nicht blau, dass sie da den Vogel noch so gesehen haben, wie er war und dass da irgendwann zwischendurch diese Täuschung aufkam. Das heißt, könnte es nicht sein, dass der Mahayana-Buddhismus uns einfach nur glauben machen will, wir wären eigentlich bereits erleuchtet. Und die Seligen von uns, die glauben das einfach. Und glauben vielleicht irgendwann mal sogar erkannt zu haben, das ist wirklich so, die große Erleuchtung. Ja, ich war die ganze Zeit erleuchtet, ich wollte es bloß nicht wahrhaben. Und das ist die eigentliche Illusion. Die eigentliche Illusion ist, dass wir eigentlich alle schon erleuchtet sind. Und die, die das nicht glauben wollen, die sagen, nee, ich bin ein verirrter Mensch. Da ist kein Staubkörnchen von Erleuchtung in mir, an mir, was auch immer. Nichts von Buddha. Dass das die Leute sind, die die Realität tatsächlich so sehen, wie sie ist. Und die, die wir uns was von Buddha-Natur erzählen und von ursprünglicher Erleuchtung und so weiter, das sind die, die uns die blaue Pille als rote Pille verkaufen wollen. Könnte das nicht auch sein? Woher kann man sich wirklich sicher sein, wenn man glaubt, den blauen Vogel als blau erkannt zu haben, dass diese Erkenntnis die wirkliche Erkenntnis ist. Und dass man nicht in Wirklichkeit recht hatte, als man dachte, der blaue Vogel ist gar nicht blau. Okay,
So viel für heute. Ein bisschen Futter für Pferde und Esel, hoffe ich, ist dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.